Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch ein Hallo an alle Filmfreunde. Heute geht es um den aktuell gestarteten Kinofilm Oppenheimer aus der Feder von Christopher Nolan. Ja, natürlich erzähle ich hier immer mal wieder etwas über Filme oder Serien. Oftmals sind es ja Buchverfilmungen, die ich bespreche. Aber manchmal gibt es auch Serien, Filmtipps, die gar nichts irgendwie mit Büchern zu tun haben, über die ich trotzdem gerne sprechen möchte und wo ich ein bisschen Rede- und Austauschbedarf habe. Im Grunde ist Oppenheimer ja sogar eine Buchverfilmung, denn es gibt eine Biografie von Oppenheimer, die, glaube ich, von zwei Autoren geschrieben wurde, über 30 Jahre hinweg verschiedenste Dinge recherchiert wurden, Akten eingesehen wurden, Gespräche, Mitschnitte mit dazu beigetragen wurde, die Christopher Nolan jetzt für seinen Film hier herangezogen haben. Es wird irgendwie zu Spoilern kommen. Es ist aber natürlich auch eigentlich ein Historienfilm. Dementsprechend weiß man vielleicht tatsächlich einfach, wenn man sich damit beschäftigt hat oder am Rande das mitbekommen hat, natürlich die Dinge. Dementsprechend werde ich natürlich irgendwie die Geschichte spoilern. Aber die Geschichte ist ja die echte faktenbasierende Geschichte. Dementsprechend kann man sowas spoilern. Könnt ihr mir gerne mal erzählen. Ja, wenn ihr euch austauschen wollt, sehr, sehr gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich habe jetzt zwei Nächte über diesen Film geschlafen und musste einfach so ein bisschen noch ein paar Gedanken fassen, in Worte bringen und habe mir auch so ein paar Notizen gemacht. Dinge, die ich nicht vergessen möchte. Und ich habe auch für meinen Vlog direkt am nächsten Morgen, also gestern früh, einen kurzen Slot gemacht. Dementsprechend werdet ihr im Vlog so direkt meine ersten Eindrücke und dann noch zu sehen bekommen. Hier alles ein bisschen geordneter und weniger emotional. Ja, wir haben hier einen besagten Historienfilm aus der Feder von Christopher Nolan. Ich bin ein großer, großer Fan von ihm. Bis auf ein oder zwei Filme habe ich alle Filme gesehen. Bis auf wenige Ausnahmen auch alle irgendwie im Kino. Und ich mag seine Art, die Welt zu sehen, sie in Bilder zu fassen und diese Welt, die er erschafft, im Grunde auch zu präsentieren. Ich mag seine Filmkunst, ich mag seinen Schnitt, seine Schauspielerauswahl, ich mag die Musik dazu. Ich mag diesen Stil von Christopher Nolan sehr. Und ich glaube, man muss diesen für Oppenheimer auch mögen, damit man da wirklich auch eintauchen kann. Ich glaube, wer bei Christopher Nolan schon von vornherein sagt, oh, Interstellar, Inception, Tenet ist alles nichts für mich, der wird wahrscheinlich mit Oppenheimer auch nicht so den großen Spaß haben, außer natürlich an diesem Historischen, was hier ja definitiv auch im Vordergrund steht. Es ist die Lebensgeschichte von J. Robert Oppenheimer, der bekannt wurde als der Vater der Atombombe, und der Film läuft seit 20. Juli in den Kinos, hat eine Laufzeit von 180 Minuten, die ich an keiner Stelle irgendwie gespürt habe. Mir war nie langweilig und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, müsste jetzt mal auf die Uhr schauen. Der Film ist ab 12 freigegeben in Deutschland, was ich fast eine Spur zu jung finde, weil ich glaube, als 12, 13, 14-Jährige hätte ich dieses ganze Thema noch gar nicht umrissen und gar nicht verstanden, was passiert. Also ja, finde ich ein bisschen schwierig. Aber da es keine sehr gewaltvollen Szenen gibt, kann ich natürlich die Freigabe ab 12 auch nachvollziehen. Aber rein vom Verstand vielleicht, weiß ich nicht, wäre das für mich in dem Alter einfach ein bisschen zu jung gewesen. Ja, wir haben zur Handlung vielleicht so ein bisschen was. Also wir treffen im Grunde Robert Oppenheimer und begleiten ihn, ich glaube, rund 45 Jahre in seinem Leben. Geboren ist er 1904, hat ursprünglich auch einen deutschen Vater, jüdische Abstammung. Und der Vater ist eben schon, im Grunde, ich glaube, damals auch schon in die USA ausgewandert, lange bevor im Grunde Hitler hier auch irgendwie eine Machtübergreifung hatte, weswegen Robert Oppenheimer auch schon in den USA aufgewachsen ist. Gestorben ist er dann 1967, aber starker Raucher und auch Pfeifenraucher, was man auch sehr schön immer in diesem Film zu sehen bekommt und da schon ein Gespür davon bekommt, ja, so ganz gesund kann das alles nicht sein, war ja aber in den 30, 40er, 50er Jahren noch total normal, dass die Leute in der Arbeit überall eigentlich geraucht haben. Es ist immer irgendwie so ein bisschen nostalgisch, das zu sehen, weil ja auch in meiner Kindheit durchaus noch überall geraucht wurde. Ja, wir begleiten ihn zum Manhattan-Projekt, die eben zur Entwicklung der Atombombe aufgestellt wird. Und wir fangen eben so ein bisschen bei ihm an, wo er seine ersten Kurse hat. Man merkt, dass das Laborleben nicht so richtig seins ist. Er sich wirklich darauf, auf seine Physik konzentriert und er eben dann auch einer der bekanntesten theoretischen Physiker wurde. Er verschiedenste Koryphäen im Grunde auf diesen Gebieten auch trifft.
mit ihnen manchmal auch einen gewissen Weg geht, sich Inspirationen holt, Dinge weiterdenkt und dann eben selbst einen großen Kreis an Physikern kennt, die dann eben zum Manhattan-Projekt auch kommen. Wir dann auch nach Mexiko oder New Mexico im Grunde reisen, wo ja im Grunde El Alamos aufgebaut wird, wo ja dann auch der Trinity-Test, der bestimmt vielen auch ein Begriff ist, ja im Grunde stattfindet. Und wir treffen ihn sowohl in dieser Vorgeschichte als auch während des Projektes, als dann eben auch ja ein bisschen immer danach folgend und sind dann eben auch 1954 geladen, weil man ihm eine gewisse Nähe zum Kommunismus, zu den Sowjets irgendwie unterstellen wollte, weil er oftmals nicht im Gleichsprech zum Beispiel mit den ja, Regierenden in der USA so einer Meinung war und vor allem auch ja, nach den Abwürfen der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki, da das doch auch ein bisschen mehr als kritisch, sage ich jetzt vielleicht mal, gesehen hat. Und so haben wir verschiedenste Zeitebenen, die wir eben Oppenheimer begleiten. Und es wird schon sehr der Fokus eigentlich auf ihn gelegt, auf die ein oder anderen Charaktere nebenbei aber auch. Und diese 45 Jahre sind eben nicht chronologisch erzählt. Und das ist dann tatsächlich schon etwas, was ich ganz besonders toll fand an der Darstellungsweise, eben diesen nicht chronologischen Erzählstil. Ich weiß, das mögen viele nicht. Das fanden viele in der ersten Staffel von The Witcher anstrengend. Das fanden viele bei Tenet von Christopher Nolan anstrengend. Und ja, man braucht da schon einen Moment, man braucht da Konzentration, man braucht da eine Muse, um da einfach mitzugehen. Und mir hat das gefallen. Ich hätte es, glaube ich, wahnsinnig langweilig gefunden, wenn wir einfach ein Jahr nach dem anderen hier erzählt bekommen. Ich fand es spannend, eben wie Dinge miteinander zusammenhingen, dass die mir im Grunde schon auch so ein bisschen mitgegeben wurden. Also wenn Gespräche, Interviews waren, dann ist man zurückgesprungen, was ist da wirklich passiert vermeintlich. Dann hat man auch verschiedenste Untersuchungsausschüsse begleitet, Senatseintritte, verschiedenste Menschen, die irgendwie mit ihm agiert haben. Es gibt ein super schön gemachtes Gespräch zwischen Oppenheimer und Einstein. Und das hat zur Folge, dass es aus verschiedenen Winkeln auch wahrgenommen wird, immer wieder dazu führt, dass darüber gesprochen wird, was könnten die beiden da gesprochen haben, weil es danach eine Veränderung bei Einstein gab. Und man kann erst viel später zum Beispiel einordnen, wann, wie, was dieses Gespräch stattgefunden hat und auf was es Bezug genommen hat, was ist passiert, warum könnte Einstein so ein Gesicht ziehen, was wirklich sehr geschockt war und sehr traurig war und wie haben es andere interpretiert. Und das wird einem so, ja, so miteinander übergeordnet weitergegeben und ich mag das. Ich mag es, wenn sich Dinge dann doch immer wieder ergeben, wenn Räder ineinander greifen und sich dann eben auch der Kreis sozusagen schließt. Ich bin da ein großer Fan von dieser Erzählweise und finde wirklich, dass Nolan das in Perfektion kann. Zudem haben wir eine Mischung aus bunt und schwarz-weiß und man darf jetzt gar nicht sagen, dass das Schwarz-Weiße immer das irgendwas ist in der Vergangenheit. Man hat eher den Eindruck, dass die Buntgestaltung, und so habe ich das auch in irgendeinem Vorinterview mit Christopher Nolan wahrgenommen oder ja so in Erinnerung, dass das Bunte eher wirklich das Direkte zu Oppenheimer ist, während das Schwarz-Weiße eben eher das ist, was außerhalb von seiner Reichweite, obwohl er dann vielleicht auch in den Szenen dabei ist, aber da im Grunde passiert. Und ich fand das wirklich gut gemacht. Ich mochte die Schärfe des Schwarz-Weißes, ich fand die Buntbilder großartig, ich mochte, wie wirklich auch diese Atomteilchen, wie diese Physik, diese Sprengungen, wie das gezeigt wurde, wie man im Grunde die Liebe von Oppenheimer, die er in seinem Kopf für seine Physik war, wie man die in Bildern gefasst hat. Und bin da wirklich mitgegangen. Ich konnte da sehr mich einfinden, obwohl ich zwar überhaupt nichts mit Physik am Hut habe, aber so diese Leidenschaft, diese Motivation, das hat man wunderbar in diesen Bildern auch eingefangen. Und dazu haben wir einen wahnsinnig tollen Soundtrack von Ludwig Göransson. Das ist ein Schwede, der ja schon andere Filmmusiken gemacht hat, zum Beispiel auch für Tenet oder auch für die Creed-Filme, also in diesem Rocky-Universum und der wirklich schon ein gewisses Talent hat, dass die Musik zwar da ist, aber nicht der Fokus so drauf gelenkt wird, was ja zum Beispiel immer mal bei Inception zum Beispiel ein Vorwurf war, dass die Musik so sich in den Vordergrund gedrängt hat, was ich überhaupt nicht finde, weil ich finde, Inception hat zum Beispiel auch wirklich einen wahnsinnig tollen Soundtrack, könnte Hans Zimmer gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube ja, ne? Und
den ich einfach liebe, den ich großartig finde. Und man kann Musik eben einfach in den Vordergrund stellen. Deswegen wird ja das Bild, was gezeigt wird, nicht irgendwie vermindert. Also auch der Soundtrack richtig, richtig toll. Kommen wir mal kurz noch zu dem Cast. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber wir starten natürlich mit dem Hauptcharakter Cillian Murphy, der zum 6. Mal nun mit Christopher Nolan zusammenarbeitet und der einfach perfekt besetzt ist für Oppenheimer. Ich mag Cillian Murphy sehr, sehr gerne mir anschauen. Ich mag sein sehr spezielles Gesicht, sein wirklich kantige, ja, ich meine, am Ende kann er nichts dafür, ne? Sein sehr kantiges, markantes Gesicht. Ich mag, wie er mit seinen Augen spielt, wie er hier auch gefühlt in Perfektion den Mund verzogen hat, wie Oppenheimer, wie man fast wirklich, wenn man die Bilder gegeneinander legt, wirklich auch meinen könnte, oh, irgendwie, also da hat er wirklich große Leistung gebracht. Ich mochte, wie er agiert hat, wie er gealtert ist, wie er diese verschiedenen Altersstadien auch dargestellt hat. Ich fand ihn in allen authentisch. Ich bin wirklich ein großer Fan und es ruft eigentlich förmlich nach einer Oscar-Nominierung. Wir haben Matt Damon, der hier einen Major oder General spielt, Groves, der im Grunde Oppenheimer irgendwann zum Projektleiter ernennt. Auch Matt Damon, ein großer, großer Schauspieler, den ich immer liebe in seinen Filmen. Es gibt wenige bis gar keine Filme, wo ich jetzt gerade darüber nachdenke mit Matt Damon, wo er mir nicht gefällt. Und hier ja, finde ich ihn wirklich auch großartig besetzt. Josh Hartnett. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass Josh Hartnett mitspielt, den ich ja aus Pearl Harbor kenne, aus irgendeiner Halloween-Verfilmung, aus irgendeiner Serie, die sehr düster war, wo ich mich nicht mehr dran erinnere, aber auch so eine Grusel-Serie. Und dann wurde es so ein bisschen still um Josh Hartnett. Und ich habe wirklich dreimal hingucken müssen und dachte, ist er das? Ja, er ist natürlich seit Pearl Harbor um 20 Jahre gealtert. Pearl Harbor war, glaube ich, noch länger her. Ist mittlerweile auch Mitte 40 und er sieht wahnsinnig gut aus. Ich fand es wirklich beeindruckend. Diese Statur, die Josh Hartnett schon immer hat, ich glaube ja auch knapp 1,90 groß. Und ich fand den wirklich sehr beeindruckend. Und ich fand es toll, da so ein bekanntes Gesicht einfach wieder zu sehen. Wir treffen natürlich auch Robert Downey Jr., von dem ich jetzt nicht so der größte Fan bin. Nur wenig Filme, die ich gut finde mit ihm. Und er spielt eben Louis Strauss, der so ein bisschen, ja, der Bösewicht in dieser ganzen Geschichte ist. Und ich fand ihn tatsächlich ganz gut. Also mir hat er gut gefallen. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass er die Synchronstimme von Brad Pitt hat. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und da war ich so ein bisschen, das hat für mich in meinem Kopf, hat das nicht so richtig zusammengepasst. Ist aber natürlich ein Problem der deutschen Synchro. Insofern ein Problem. Ich fand es toll, wie er auch dieses Gesicht angenommen hat von Louis Strauss, wenn man das aus Dokumentationen und so kennt. Dann hat er das wirklich richtig, richtig gut gerockt. Wir haben Emily Blunt als Kitty Oppenheimer, die Frau von Oppenheimer. Die ist mir leider ein bisschen zu kurz gekommen. Also mit den weiblichen Rollen in diesem Film war es ein bisschen mau, muss man ehrlich sagen. Aber ich finde Emily Blunt immer großartig. Von daher auch hier gibt es überhaupt nichts zu meckern. Albert Einstein wurde von Tom Conti dargestellt und ich fand seine Darstellung großartig. Ich mochte, wie man diese mimisch im Grunde dargestellt hat von Albert Einstein. Wenn man das ja in Schwarz-Weiß noch von früher sieht, wenn Albert Einstein Interviews gegeben hat oder irgendwie Berichte über ihn kamen. Ich fand immer faszinierend, dass Albert Einstein so wenig Mimik irgendwie wie möglich hat, wenig geblinzelt hat. War immer so mein Eindruck. Und das habe ich bei Tom Conti definitiv auch so wahrgenommen. Wir treffen auf Matthias Schweighöfer. Wer hätte das gedacht? Der den deutschen Werner Heisenberg spielt, der bekannt ist als deutscher Physiker der Quantenmechanik, ich habe es mir extra aufgeschrieben, und sogar Nobelpreisträger ist. Und auch von dem habe ich schon das ein oder andere gehört und musste echt schmunzeln, wo ich Schweighöfer gesehen habe und dachte, okay, irgendwie passt du tatsächlich in diese Rolle. Ich hätte es vorher nicht geglaubt, hatte auch gar nicht auf dem Schirm, wer den spielt und dachte nur, ja, also so richtig schlecht hast du jetzt deinen Job nicht gemacht. Also Schweighöfer ist in Hollywood und bei Christopher Nolan angekommen, von daher, das freut mich definitiv. Dann, ganz überraschend und ich hätte es nicht erkannt, wenn ich nicht einen Moment länger verweilt hätte und gedacht, die Augen kenne ich doch. Gary Oldman spielt Truman und ich habe wirklich gebraucht. Also es gibt auch ein Interviewgespräch mit Truman und Oppenheimer und ich saß wirklich da und dachte, ich kenne diese
Augen, ich kenne den, das kann doch aber nicht sein. Und ich kenne ihn doch. Und auch Gary Oldman hat schon einige Filme mit, ja, oder von Nolan gespielt. Wem ich ein bisschen vermisst habe, ist tatsächlich Michael Caine, der ja gefühlt in fast allen Filmen irgendwie eine Rolle spielt. Den habe ich aber nicht wahrgenommen. Solltet ihr ihn entdeckt haben, sehr, sehr, sehr gerne. Und dann treffen wir noch auf den Schauspieler von Gilroy Lockhart, Kenneth Branagh, dessen Namen ich mir wahrscheinlich nie merken kann, der als Niels Bohr unterwegs ist und das auch großartigst gemacht hat. Und ich da wirklich sehr begeistert bin. Also ich habe mir auch gestern einfach mal noch so ein bisschen die echten Charaktere angesehen und dann ist das bei mir relativ schnell auch im Kopf wieder da, was ich damals zu Dokumentationen und sowas gesehen habe, zu Biografien und dachte, ja, es hat tatsächlich gepasst. Und auch der war ja schon in Tenet mit dabei und ja, es heißt ja auch, dass Robert Pattinson dafür verantwortlich ist, dass er Nolan überhaupt auf die Idee zu Oppenheimer gebracht hat und ihm die Biografie empfohlen hat. Und in Tenet ging es ja auch schon um Trinity, von daher irgendwo haben die Filme vielleicht dann doch einen kleinen Zusammenhang. Also Schauspielcast wirklich großartig, nur die Frauenrollen, da hätten wir noch ein bisschen dran arbeiten können, aber ich glaube, es ist einfach der Zeit geschuldet, dass es einfach keine großen Frauen in dieser Zeit gegeben hat, die irgendwas in der Physik, Chemie zu tun gehabt hätten. Sie waren eben damals tatsächlich eher die Frauen, die Ehefrauen hinter ihren Männern, mehr oder weniger dahinter. Und ja, das darf man, also ich habe da tatsächlich schon eine Meckerung gesehen, wo ich dachte, ach Leute, das war, ist natürlich einfach der Zeit geschuldet und man kann da jetzt auch keine Frau erfinden, die irgendwie ein chemischer Kopf ist, wenn es eben ein Historienfilm ist und es wäre halt überhaupt nicht passend. Aber ich verstehe, dass man da immer irgendwie sagen muss, es sollte ja alles im Gleichgewicht sein. Es war aber eben nicht im Gleichgewicht und dementsprechend, was will man machen? Ne? Also es ist ein Historienfilm, da wo es eben einfach in der Thematik keine Frauen gab, außer sie waren eben dann die Hausfrauen, die Ehefrauen, was ja auch gar nicht schlimm oder schlecht ist. Und jetzt gerne am Ende, ihr merkt, ich bin doch sehr, sehr begeistert und angetan, möchte ich auch so ein paar Besonderheiten ja, hervorheben. Ich habe schon ein bisschen was zur Darstellungsweise gesagt und möchte, würde ich sagen, dass es viele spannende Überraschungsmomente gab. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass mich irgendein Handlungsstrang überraschen konnte, im Sinne von, da ist etwas passiert, was ich nicht wusste, weil ich die Geschichte grob eben wusste. Aber es gab Momente, wo man etwas erwartet hat, zu sehen, zu hören. Ja, man hatte eine Erwartung und das trat nicht ein, sondern es wurde ganz anders gemacht. Also es gab eine wunderbare Szene, wo man etwas Lautes erwartet, genau das Gegenteil davon bekommt und dann irgendwann etwas passiert, womit man dann nicht mehr gerechnet hat. Und das gab es 4, 5 Mal, wo ich wirklich erschrocken bin, weil dann das viel verzögerter kam, als ich damit gerechnet habe. Das fand ich richtig, richtig cool gemacht. Und in diesen Überraschungsmomenten muss man auch sagen, dass uns hier wenig Gewalt erwartet, dass wir keine Bilder von dem Endergebnis sozusagen der jeweiligen Bomben irgendwie sehen. Wir sehen also nicht, wie Hiroshima danach aussieht, wie die Menschen verletzt waren. Das hat man nur so ein bisschen ja, in den Träumen von Oppenheimer, aber man sieht in seinem Gesicht dieses Schrecken. Und das war wahnsinnig gut gemacht. Also man muss uns nicht immer den Schrecken zeigen. Ich fand es viel eindrucksvoller zu sehen, wie jemand diese Schreck eigentlich im Gesicht steht. Und das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Auch die Zerrissenheit von Oppenheimer, von diesem Genie, von dieser Motivation, von diesem Glauben, dass man was Gutes macht, weil man den Krieg beenden möchte, weil man gegen die Nazis ist, weil man etwas bewirken möchte. Und ich glaube eigentlich, dass er, ja, das, wenn man auch so ein bisschen in die Dokus und so, die ich kenne, zurückblickt, ich glaube nicht, dass er den Ruhm so gesucht hat. Er war nicht ruhmsüchtig oder anerkennungssüchtig, aber er wollte schon seinen Beitrag als Amerikaner leisten, weil er hinter diesem Land stand, eben diesen Krieg zu beenden. Und man sieht diese Motivation und gleichzeitig merkt man dann eben auch irgendwann, dass er sehr wohl weiß, was diese Bombe, was diese Erfindung auf dieser Welt durchführt. Und aus, was da passieren kann. Und das spürt man. Man spürt diese Zerrissenheit. Man sieht es in Mimiken, in Gesprächen. Es wird ihm auch mal gesagt, dass er zwar immer Dinge sagt, aber man eigentlich gar nicht so richtig weiß, was er glaubt, was wirklich seine Meinung ist, sondern er bringt immer nur Theorien zusammen und gibt eine Empfehlung. Aber
Ja, und genau das, fand ich, hat man wahnsinnig gut gespielt gesehen. Und ich habe diese Zerrissenheit sehr gefühlt, auch wenn ich sie nicht nachvollziehe. Denn, wobei, hätten wir vielleicht zu der Zeit gelebt und hätten etwas erschaffen können, was diesen Krieg beendet. Ja, selbst wenn es Menschenleben kostet, man kann nicht sagen, wie man selbst entschieden hätte. Und allein, dass eben dann irgendwann Truman ihm diese Entscheidung ja abnimmt und entscheidet, dass diese Bombe geworfen wird, sogar zweimal. Und ja, also man spürt diese Emotionen im Film, zwischen den Zeilen, in den Gesichtern. Und das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Auch die Intrigen innerhalb der US-Behörden fand ich sehr spannend zu sehen, wenn man sich damit schon ein bisschen beschäftigt hat. Bei mir ist das eher so die ganzen Intrigen FBI und John F. Kennedy, da bin ich ein bisschen besser bewandert. Aber das gab es natürlich auch schon vorher und gibt es auch nachher. Und gerade dieses ganze McCarthy und Truman und Roosevelt und wie das alles so ja im Grunde zusammenhörig war, was da hinter den Kulissen gelaufen ist, wie uneinig sich auch Behörden waren, wie man vorgeht und so weiter, das war schon toll gemacht. Und es ist spannend zu sehen, dass das eigentlich schon immer gab, dass es schon immer Verschwörungstheorien gab, dass es schon immer Intrigen gab, dass schon immer ja im Grunde eine Art Spiel gespielt wurde zu Lasten eigentlich der normalen Bürger, der normalen Menschen. Und gerade dieses Ganze um Louis Strauss, das fand ich großartig mit eingewoben, weil er ja tatsächlich dann an dem Fall Oppenheimer, an dieser Befragung ja im Grunde gescheitert ist und nicht in den Senat gekommen ist. Und wie das so zusammengeführt wurde, wie die Wissenschaft hinter Oppenheimer stand. Und ach, ich fand das wirklich großartig gezeigt, ohne dass es den Rahmen zu sehr eingenommen hat, weil dann wäre es ja irgendwo so ein Polit-Thriller geworden, was ich jetzt nicht von diesem Film erwartet hätte. Was ich ganz schwer zu verdauen fand und was mich wirklich zwei Nächte beschäftigt hat, ist überhaupt diese Kraft dieser Bombe, was sie auf dieser Erde, auf unserer Welt ja im Grunde eigentlich zerstört hat, wie man hier noch wettgerüstet hat, wenn man dann an den Kalten Krieg ja auch denkt und jeder wollte die größere Bombe und auf dieser Welt sind auch gefühlt einfach noch viel zu viele Atombomben und auch die Kritik von Oppenheimer an der Wasserstoffbombe. Und wenn man dann noch an Napalm denkt, das ja in Korea oder Vietnam im Grunde Anwendung fand, dass die Menschen zu so etwas fähig sind. Und das hat mich wirklich sehr erschüttert. Nicht, dass ich das nicht weiß und nicht, dass ich mir dem bewusst bin. Ich bin mir dem sehr bewusst und wahrscheinlich zu sehr, aber das so transportiert zu bekommen, das hat mich wieder, das hat mich ein paar ja, schlaflose Momente in den zwei Nächten gekostet. Diese Eindrücklichkeit, was damit angerichtet wurde und auch noch angerichtet wird, diese Angst, man darf sich davon nicht umgeben, man darf nicht ängstlich durchs Leben gehen, das ist auch nicht meine Art, aber ne? Wann sind wir mal Hiroshima oder Nagasaki? Drückt jemand auf irgendeinen Knopf? Ja, die Bedrohungen gab es immer wieder. Und hier eben auch noch diesen Stolz der Amerikaner zu sehen, dass die hier ja eigentlich ja zu großen Teil hilflose Menschen zugebombt haben und wirklich ganze Landstriche vernichtet haben. Und ach, also jetzt sind halt in dem Film die Amerikaner. Ne? Es gibt ja auch genügend andere schlimme Dinge, die irgendeine andere Nation gemacht hat. Aber das zeigt einem, wie ekelhaft eigentlich Menschen sind und dass wir eigentlich das größte Problem auf dieser Erde, auf dieser Welt sind. Und ja, das hat mich tatsächlich schon, ja, oder ja, wie ihr merkt, das hat mich wirklich eindringlich mitgenommen. Und ich saß auch am Ende des Films noch sehr berührt da und konnte auch nicht gleich aufstehen und rausgehen. Ich musste da tatsächlich zwischendurch immer mal so ein Tränchen verdrücken. Und gerade das emotionale Ende, was sehr schön, Ende der Film mit einer ganz besonderen Feierlichkeit mit Oppenheimer und seiner Frau, die ich ja sehr gelungen fand. Und ja, dass am Ende ja doch noch irgendwo ein gefeierter Wissenschaftler einfach war. Und das hat mich sehr berührt. Und auch dieses Gespräch zwischen Albert Einstein und Robert Oppenheimer, mit dem ich vorhin schon mal auch gesprochen habe, das fand ich sehr eindrücklich. Und dass man sich einfach vorstellt, so sind wir Menschen. Wir sind nicht böse, wir sind nicht gut, wir sind alles irgendwo dazwischen. Und selbst mit einer guten Motivation und einem guten Grund können wir Schlimmes, Böses, Grausames tun. Und ja, das macht uns, glaube ich, auch einfach zu Menschen. Ne? Das, ja. Und
das finde ich einfach sehr eindrücklich gezeigt. Also für mich wirklich ein Highlight-Film, den ich wahnsinnig gut fand, der mich filmisch wirklich sehr begeistert hat, der mich von der Handlung mehr mitgerissen hat, als ich es erwartet habe, fast tatsächlich, weil ich dachte, na, was will man mir über Oppenheimer und die Erfindung der Atombombe schon noch erzählen? Ja, aber wie man das einfach gemacht hat. Also Christopher Nolan ist ja ein ganz, ganz toller Film gelungen. Mein Gott, Sprachstörung. Für mich jetzt nicht der beste Nolan, weil mich andere Nolans, besonders diese Science-Fiction-Filme wie Interstellar oder auch Inception, Prestige zum Beispiel, was ja auch so ein bisschen historisch ist, aber in eine andere Richtung geht. Und da spielt übrigens auch David Bowie Tesla, also großartig, wenn ihr den noch nicht kennt. Und aber er passt gut in dieses Nolan-Konzept. Und wenn man hier sagt, es ist ein Historienfilm, dann hat er den perfekt umgesetzt. Kein Film, den ich mir wahrscheinlich jedes Jahr anschauen werde, aber definitiv ein Film, der es bei mir in die Sammlung schafft und immer mal wieder, wenn mir die Welt zu schön ist und ich denke, so, jetzt musst du mal wieder auf die Boden der Tatsachen kommen, dann ist das ein Film, den ich mir anschauen werde, ohne dass er ja eigentlich zu bedrückend ist. Aber allein diese ganze Kriegsthematik, diese Atombomben-Thematik ist natürlich was, was mich einfach sehr aufwühlt und bewegt. Es ist ein Film, den man auf der Leinwand sehen sollte, wo man sich auch von dieser ganzen Geräuschkulisse im Grunde mitreißen lassen kann. Also es gibt Szenen, wo man wirklich die durch diesen Sound die Bewegung hört und wirklich förmlich das Kino bebt. Und das schafft man halt nur im Kino. Also ich glaube, im Fernsehen könnte das sogar nerven, weil man ständig diese Szenen runterdrehen muss und die Sprechszenen hochdrehen muss. Aber großartig. Also ein Film, der auf die Leinwand gehört, am liebsten wäre mir ein IMAX-Kino gewesen, weil er ja auch auf IMAX-Format gedreht wurde. Aber das habe ich überhaupt nicht in der Nähe und deswegen irgendwie 100, 150 Kilometer fahren ist jetzt auch nur so bedingt meins, aber ich habe es sehr genossen und ich kann es wirklich nur empfehlen. Schaut euch den Film im Kino an, nehmt euch diese 3 Stunden Zeit und taucht einfach in die Geschichte ein und lasst euch da mitreißen und genießt diesen Christopher Nolan. Und ja, vielleicht sollte ich über den einfach mal ein Video machen mit seinen Filmen und wie mir die jeweils gefallen. Sagt mir gerne mal, ob euch das interessiert. Ja, jetzt habt ihr den Film schon gesehen? Wenn ja, lasst uns super gerne in den Kommentaren austauschen. Wenn nein, wollt ihr ihn noch sehen? Gibt es Gründe, warum ihr ihn vielleicht nicht anschauen wollt? Ist das einfach nicht euer Thema? Oder ja, lasst uns da gerne in den Kommentaren sprechen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Hoffe, euch hat ja diese Film-Review so auf ganz Laienweise sozusagen Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.